Sieht richtig gut aus, sonst irgendwie verschwommen oder so. So, hallo alle miteinander und damit herzlich willkommen zu meinem allerersten Unboxing. Ja, ich bin auch schon ganz nervös. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, dass in letzter Zeit ein paar neue Formate auf meinem Kanal gekommen sind. Unter anderem wollte ich mich einfach mal an den Unboxings versuchen. Und wer das Thumbnail ganz schön oder ganz aufmerksam geliebäugelt hat, der wird vielleicht auch sehen, was wir heute auspacken werden. Holen wir uns mal das erste Paket. Ja, hier, das ist wunderschön. Ich habe auch ganz professionell, wie ihr seht, habe ich hier die Adresse weggeknibbert. War gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Und zu meinen Handschuhen, ja, ich komme schon fast ein bisschen vor wie Dagobert Duck. Naja, zum Grund, warum ich das mache, tja, Handmodell werden. Das ist schön. Sie müssen viel. Naja. Einfach mal so. Jedenfalls legen wir einfach mal los und machen das erste Paket auf. Gucken wir uns einfach mal an. Vor allem Paket, ne? Das ist. Er macht als erstes Unboxing gleich mal einen großen Brief auf. Ich habe hier übrigens noch einen. Oder noch eins. Das liegt hier hinten. Wollen wir mal gucken, was sich hinter Vorhang Nummer 1 verbirgt, wollte ich gerade sagen. Ich bin selbst gespannt. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Wahrscheinlich ist jetzt einfach das Falsche geliefert worden. Gucken wir doch einfach mal. Ich bin schon kurz gespannt. Oh, das ist ja wie Weihnachten. Weg mit dem Müll. So. Haben wir noch irgendwie eine Rechnung drin? Nö. So. Was haben wir denn hier? Ah, da sieht man es auch schon. Genau. Ich habe mir gedacht, ich brauche eigentlich mal wieder ein neues Portemonnaie. Na, da ist mir das direkt ins Auge gesprungen. Ah, komm, geh raus, geh raus. Na, na. Boah, das ist gemein. Ich muss mich jetzt mal irgendwie messen. Ah, jetzt geht's. Ein Messerchen hinlegen. Und da ich gerade sowieso Odyssey Let's Play, da dachte ich mir, kann ich mir das eigentlich auch mal holen? Und das sieht wirklich, Alter, das sieht wirklich gut aus. Ich kann es ja mal in die Kamera zeigen. Ich muss mich erstmal selbst koordinieren. Das sieht wirklich ziemlich geil aus. Ja, hier ist natürlich der kleine Knick drin. Also ich finde, das sieht voll geil. Ist auch gut verarbeitet, muss ich sagen. So, hier das Fach fürs Kleingeld. Wunderschön, 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 wunderschön. So. Hier kommen, wer es nicht weiß, hier kommen die Scheine rein. Hier ist noch ein kleiner, was ist das? Keine Ahnung. Bitte nicht bei 90 Grad Flaschen oder was? Nein, okay, ist es nicht. Okay, das war das erste Portemonnaie, das ich ausgepackt habe. Ein Odyssey-Portemonnaie. Ja, Mario Odyssey. Ich finde, das sieht wirklich sehr gut aus. Das werde ich wahrscheinlich privat selber benutzen. Kann das ja mal ein bisschen hier hinlegen. Dann legen wir das mal hier oben hin. Das hier nicht beachten, das ist einfach nur eine Spieluhr. Kann ich ja vielleicht auch irgendwann mal abspielen, wenn dann der Wunsch besteht. Das ist nur eine Spieluhr. So. Nach dem Odyssey-Portemonnaie ist mir sofort ein zweites ins Auge gesprungen. Das zweite werde ich wahrscheinlich verschenken, so im bekannten Kreis. Wollen wir mal gucken. Weihnachten ist zurück. Ah, ich habe mir das gesehen und mir so gedacht, hey komm, das musst du einfach holen. So, warte, ich packe das jetzt mal hier vorne auf. Dann ist das Surprising-Effectable-Ding größer. Packe ich es mal hier bei der Seitenseite aus. Ich es mal auf, wie gibt es gerade nicht. Da haben wir gleich den. Aha, wenn ich sowas ausgepackt bekommen sollte. So. So. Und die Überraschung ist, wir kriegen ein Portemonnaie in Form einer PlayStation 1. Ja, ich fand die so geil, als ich das. Ich fand das so geil, als ich das gesehen habe. ich weiß noch nicht. Behalte ich jetzt das oder das? Das weiß ich noch nicht. Ich finde beide so cool. Aber eins will ich verschenken. Oh, das ist so toll. Oh, ich liebe das. Oh, wunderschön. Hier hat man so ein kleines Fächlein für alle möglichen. Für allen möglichen Krimskrams, auch für Geld. Hier kann man das Kleingeld auch reintun. Hier kann man Visitenkarten, Führerscheine. Hier kann man, keine Ahnung, das geklaute Bargeld reinpacken. Das hart verdiente YouTube-Money. Und ja, hier noch so ein schönes PlayStation-Logo. Auch ziemlich schön gemacht. Hier vor allem das mit den Knöpfen, das finde ich so geil. Und wie das dann. Das sieht wirklich richtig gut aus. Oh, ich liebe das. Ich feiere ja sowas. Ich mag einfach. PlayStation 1 sowieso. Crash Bandicoot, Alter, ich muss gleich Crash Bandicoot spielen. Bekomme ich richtig Lust drauf.
Die Nähte sind auch richtig schön gemacht. Also nicht irgendwie, dass irgendwas rausguckt oder irgendwie rumgeschlammelt wurde. Nö, sieht richtig schön aus. So, und ich wollte eigentlich noch genau hier. Moment mal kurz. So, ich habe hier so. Ich wollte euch ja mal die Größe von Portemonnaie zeigen. Ich habe hier einmal mein hart verdientes Geld zusammengetragen. Das hier ist ein handelsüblicher 50-Euro-Schein, wie ihr vielleicht sehen werdet. Und das hier ist ein handelsüblicher 10-Euro-Schein. Und da wollte ich einfach mal demonstrieren, wie so die Größe ist. Ist ja auch nicht immer so gang und gäbe, dass da immer alles sofort reinpasst. Zum Beispiel bei so einem 100-Euro-Schein oder bei so einem 50er können manche Portemonnaies auch schon mal so ein paar Schwierigkeiten machen. Also, wie gesagt, das hier ist so die Größe von einem 50-Euro-Schein. Steht auch drauf, ist ja 50 Euro, ne? Und das hier ist ein wunderschöner 10-Euro-Schein. So, passt alles wunderschön hinein. Oh, ist fast ein bisschen zu schade, um das in einer Jackentasche irgendwie so verschleißen zu lassen. Also ihr seht, bei der PlayStation 1 passt das schon mal wunderbar rein. Jetzt kümmern wir uns nochmal ums Odyssey-Portemonnaie. Gucken wir mal. Oh. So, der 10er passt schon mal ganz wunderbärchen hier rein. Und was ist mit dem 50er? Ja, der passt auch rein. Ein 100er passt hier, würde ich sagen, auch noch ganz bequem rein. Was ich sagen muss, ich glaube, ein 100er, da wird es hier schon etwas schwieriger. Ich glaube, das ist ein bisschen kleiner. Ich glaube, wenn ihr mit 100ern durch die Gegend lauft, ist vielleicht eher das Odyssey-Portemonnaie was für euch. Aber naja, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Mir ist eigentlich egal, ob ich jetzt mit einem Bündel 100ern oder mit einem Bündel 50er rumlaufe. Bin sowieso arm wie eine Kirchenmaus, also von daher werde ich das sowieso nie machen können. Naja, jedenfalls. Ah, da ist das Unboxing auch schon vorbei gleich. Meine Güte. So, packen wir mal das hart verdiente Geld zur Seite. So, weg damit. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war mein erstes Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefallen die Portemonnaies. Ich feiere die wirklich. Ich finde, die sehen richtig gut aus. Die Bilder hier sind, vor allem beim Odyssey-Portemonnaie, sind richtig schön klar. Ich kann das ja nochmal ranhalten. Sieht richtig gut aus. Ist auch nicht irgendwie verschwommen oder so. Gestochen scharf. Finde ich richtig gut. Richtig gut gemacht. So, wenn ihr Interesse habt, ich werde auch nochmal unten in der Videobeschreibung die Links reinpacken. Ich habe die, wo ich die Portemonnaies her habe. Ja, und ja, ich würde sagen, das war's mit meinem ersten Opening. Oh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!